Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier unten in der Kanalisation der Stadt angekommen. Und da sehe ich auch direkt schon wieder einen Kanalisationsschlüssel. Und genau, ja, wir sind aus dem alternativen Silent Hill, so nenne ich es jetzt einfach mal, erfolgreich entkommen, haben die Larve besiegt. Und was haben wir denn hier? So, wir haben eine Karte der Kanalisation, Zugang zum Erholungsbereich. Nehmen wir natürlich mit, gucken wir mal, was wir schon alles erkundet haben hier. Gut, die Karte ist jetzt natürlich sehr schwammig, aber das passt. Die Kanalisation hat zwei Stockwerke. Okay, höchst interessant. Und ja, genau, also wir sind weiterhin auf der Suche nach Cheryl, wie gesagt. Und ihr hattet einen Kommentar geschrieben, dass tatsächlich, wie soll ich sagen, dass wir nochmal uns die VHS-Kassette hier angucken müssen. In unserem Inventar. Weil die konnte man wohl im Antiquitätenladen einsetzen. Und ja, bin ich mal gespannt. Da werde ich gleich auch nochmal zurückgehen. Nach der Kanalisation. Ich habe wieder vergessen, meine Uhr anzumachen. Das ist wieder ganz toll. Hier Timer. Machen wir mal noch 28 Minuten. So. Okay. Jawohl, Freunde. Da würde ich vorschlagen, die müsste ja jetzt aufgehen, genau. Und dann. Ja, sonst haben wir hier eigentlich nicht mehr viel zu tun. Wir gucken uns mal hier um. So, wir hatten beim letzten Mal hier so merkwürdige Kiefer gesehen. Alter, was ist denn? Oh, was war das denn? Was ist das denn? Oh, was ist das für eklige? Ah, also hier muss man in Bewegung bleiben, oder was? Man muss. Alter, was sind hier für Geräusche? Gefällt mir ja überhaupt nicht, ne? So, ich hasse Kanalisationen in Spielen und. Da kommt irgendwas auf uns zu. Wartet mal. Rüste mal bitte die Pistole aus. Ich guck mal, ob wir drauf schießen können. Ich guck mal, ob wir drauf schießen können. Ah, das sind. Ah, okay. Die fressen ganz schön viel Muni, ne? Aber okay, das ist so ein. Ich weiß nicht, ich hab's in den Kommentaren gesagt. Aber ich nenne die einfach Käfer. Ihr habt's gesagt, wie sie heißen. Aber, ja. Die Frage ist, wo kommen wir jetzt nochmal her? Ich glaube, da auf der rechten Seite, da kamen wir doch her, oder? Ich schaue mir den Bereich doch mal einfach. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir bald hier rauskommen. Weil Kanalisation in Spielen mag ich echt nicht. So, haben wir hier irgendwas zu tun oder gibt's hier gar nichts? Hier gibt es scheinbar gar nichts, obwohl hier so ein Bereich markiert ist. Okay. Okay. Dann sollte das einfach eine Wand darstellen. Jawohl, Freunde, weiter geht's mit Silent Hill. Ich hoffe auch mit besserer Audioqualität jetzt tatsächlich. Ich habe einen Weg gefunden, wieder die alten Einstellungen wieder herzustellen. Und ja, dann schauen wir uns doch nochmal hier um. Wir sind wieder an der Abzweigung vorbeigelaufen, ne? Ich Idiot. Wir laufen immer an der Abzweigung vorbei. Die Frage ist jetzt. Ja. Können wir hier rein, oder? Können wir hier in das Wasser? Nee, können wir natürlich nicht. Wie kommen wir denn dahin? Ah, okay, alles klar. Einfach hier und. Ups, voll gegen die Wand. Nee, hier, genau. Was haben wir denn noch? Gut, die Musik ändert sich schon mal. Das sagt doch schon mal einiges aus, dass wir hier noch nicht waren. Okay. Wir schauen uns trotzdem mal um. Keep out. Riesenkanalisation hier. Da ist eine Leiter auf jeden Fall. Da unten ist auch eine Leiter. Sind wir da zufällig hergekommen? Oder. Nee, das sieht.
Das sieht so aus, als würde es da weitergehen. Okay, dann gehen wir erstmal hier vorne rein. Mal gucken. Kanalisationsschlüssel verwendet. Okay, das heißt, hier geht's weiter. Dann würde ich Carry, dann würde ich aber nochmal gerne bitte nochmal hier links rein. Gucken, was es hier noch so gibt für uns. Es kann auch sein, dass ich voll zurücklaufe, ne? Ah, da liegen Käfer auf dem Boden. Ich renne extra hier durch, weil, naja, ich glaube, hier sind wir hergekommen, oder? Ich meine, hier sind wir her... Ja, okay, wir sind wieder zum Anfang gelaufen. Na gut, aber nicht schlimm. Hier laufen wieder diese Crouches, oder wie heißen die? Ich werde das auch bei dem Kommentar dann anschauen, aber... auf jeden Fall kleine Mini-Käfer. Das ist die kleine Version und das andere ist die große Version. Ah, genau, wir sind direkt da vorne links abgebogen und jetzt können wir hier hin. Okay, oh Mann. Oh Mann. Scheiß Kamerasicht. Es ist keine gute Kamerasicht. Und wow. Ich habe irgendwie Schiss hier. Da kommen Käfer. Okay, kleine Käfer. Alter Schwede. Da vorne ist eine Leiter. Da können wir hoffentlich raus. Aber wir gucken uns erstmal noch hier um. Ha, seht ihr? Verbandskasten hier. Sehr schön. Finde ich gut. Alter. Ihr blöden Käfer. So, können wir sonst hier irgendwas machen? Nö. Okay, lauf, lauf, lauf. Ich will keinen Schaden von dir kriegen. Lauf doch, Harry, lauf doch. Lauf doch. Oder mach die kaputt oder keine Ahnung. Steig die Leiter rauf, Mensch. So, okay, was ist hier? Nochmal eine ganze Etage, ne? Das ist wirklich heftig, ja. Was sind das für Geräusche im Hintergrund? Auf jeden Fall Verbandskasten. Sehr gut. Auf jeden Fall ekelhafte Geräusche. Die man so natürlich in der Kanalisation in der normalen Welt nicht hören will. Und... Alter Schwede, das hört sich an wie so... wie Rinder oder... Ah! Alter Schwede. Hey! Wer ist da schon wieder? Da! Die krabbeln an der Decke rum, ach deswegen. Diese blöden Drecksdinger. Die krabbeln... Nee, oder? Ich bin gestorben? Okay. Alles klar, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte natürlich auf meine Heilung achten sollen. Für die Gesundheit. Ja, shit. Shit, shit. Ja, super. Toll, wir sind wieder hier. Wieder am Anfang der Folge. Aber nicht weiter schlimm. Wir wissen ja jetzt, wo wir hier hin müssen. Und was wir hier alles tun müssen. Ne? Genau, und ansonsten war hier ja eigentlich nichts mehr. Genau, das heißt, ich laufe jetzt einfach an den Drecksdingern vorbei. Genau, lauf einfach. Ich glaube, ja. Wir müssen einfach nur hier runter, ne? Ja. Lauf einfach an diesen Dreckskäfern vorbei, die machen dir übelst viel Schaden. Damit habe ich nämlich nicht gerechnet, tatsächlich. Ja, ja, spring du nur da rum. Spring du nur rum. Alles okay. Okay, die haben wir abgehängt, das ist schon mal gut. Dann haben wir nämlich hier vorne, genau. Da vorne sind wir hergekommen, richtig. Und wir können ja jetzt hier rein. Und dann sind wir auch schon wieder fast an der Stelle da. Wie schnell das geht, wenn man weiß, wo man hin muss, ne? Das ist unglaublich. Ah, wartet mal, ich glaube, hier auf der linken Seite waren noch Käfer. Ihr blöden Mistviecher. Genau, da ist der Verbandskasten und...
Hier vorne ist auch schon die Leiter. So, und da sind wir doch schon wieder auf dem Stockwerk. Alles klar. Ja, so schnell kann es gehen, wie gesagt, ne? Wenn man weiß, wo man hin muss. Ich glaube, wenn man alles weiß, kann man dieses Spiel in 4 Stunden durchspielen. 5 Stunden. Ungefähr, ja. Okay, ich renne einfach. Ihr verdammten Mistviecher. Ah nein! Eine Sackgasse. Okay, dann komm. Die hängen an der Decke, das ist das Blöde, ne? Die hängen an der Decke dran. Ja, das ist geil. Das finde ich echt geil gerade. Und hier ist wieder eine Dead End. Na komm. Na komm. Ich will die eigentlich... Ja, nee. Nee, lauf dran vorbei. Dann laufe ich jetzt einfach dran vorbei. Ach, da ist zu. Guck mal, da ist zu. Okay. Was haben wir denn hier vorne? Ist hier irgendwas? Da kommt das Ding. So, und du bleibst schön da auf dem Boden, Mensch. Drecksding. So, das Ding ist tot. Das kann so einfach sein, wenn sie nicht an der Decke rumfleuchen, ne? Und das hier, hier ist auch zu. Einfach ein sinnloser Bereich. Okay. Total sinnlos hier. Warum gibt's den? Boah, diese Rindergeräusche im Hintergrund, ne? Ja, widerlich. Ah, da ist das andere Ding. Es gibt auch noch, ihr hattet in den Kommentaren noch was geschrieben, was interessant ist. Und zwar, alle Gegner, die wir hier sehen, sind scheinbar Kindheitsängste bzw. Erinnerungen von Alessa. Von der Tochter, so wie ich das gelesen habe, von der verrückten Priesterin. Und ja, das ist ein bisschen creepy, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das hier tatsächlich böse Erinnerungen sind von ihr. Alle sämtliche Gegner hier. Und auch diese ganze Traumwelt, die wir hier ab und zu mal sehen, die blutige, verrostete Welt, ist auch quasi ein, ja, also ein Bild des Unterbewusstseins von Alessa. Die kann man nicht treffen, ne? Nee, das ist ein bisschen doof. Und das ist höchst interessant tatsächlich. Mal gucken. Ja, ich laufe extra im Zickzack, damit wir nichts übersehen, aber. Danke. Auf sowas habe ich gewartet, Freunde. Toniko. Ja, und jetzt gucke ich ins Inventar. Aber wir sind noch neongrün, das passt noch. Dann sollte das ja eigentlich hier lang, genau hier lang. Oder sind wir daher gekommen? Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Und da lacht meine Frau im anderen Zimmer. Da lacht ihr mich aus. Ja, nee, die lacht nicht mich aus. Sie hat einfach so gelacht, aber... Ihr wisst, was ich meine. Alter, die Käfer, die gehen auf den Keks. Okay, Toniko nehmen. Und dann müssen wir uns jetzt mal entscheiden. Oh! Okay, wir haben hier jetzt wieder abgeschlossen. Okay. Ihr Drecksmistkäfer. Echt. Okay, wir brauchen einen Schlüssel dafür. Ha. Okay, dann müssen wir hier lang. Ich muss die ganze Zeit laufen wegen diesen blöden Käfern hier. Das sind schon wieder Käfer. Das gibt's ja nicht. So, und hier ist einfach nur die andere Seite, ne? Ja, genau. Okay, jetzt geh doch aus dem Weg. Oh, wie viel Schaden machen die eigentlich? Ja, die machen schon ein bisschen Schaden, also... immer in Bewegung bleiben hier. Was ist denn das jetzt hier für ein... Was ist das überhaupt für eine riesige Kanalisation? Jetzt mal ehrlich. Nochmal kurz gucken. Nichts übersehen, ne? Keep out. Ja, wir gehen aber trotzdem rein. Eben weil wir das Ding hier erkunden müssen. So. So, was haben wir jetzt?
Ich will auch wieder raus aus dieser ekelhaften Kanalisation, ey. Echt mal. Hier ist wieder zu. Kaputt, alles kaputt. Okay. Alles kaputt. So, dann gehen wir mal hier rein. Tja, dann hoffe ich, dass euch das mal voll gefällt natürlich hier. Und hier fängt es wieder an, bisschen creepy zu werden. Ah. Oh nein. Warum eine Kamerasicht von oben? Was ist das? Eieiei. Da ist ein Schlüssel zum Kanalisationsausgang im Wasser. Mitnehmen? Ja, klar! Greif ins Blut rein, Harry! Okay, ich laufe einfach. Drei Stück, ich laufe weg. Drei Stück, ich laufe einfach weg. Das muss ich nicht haben. Vier Stück! Oh Mann. Okay, jetzt ist das hier offen. Weg hier! Ah. Lass die einfach da verschmoren. Da kommen noch mehr. Nochmal. Okay, wir haben keine Tonikas mehr. Kommen die durch die... Guck euch das an! Die sind da hinter der Tür. Kann man die kaputt machen? Nee. Die kann man nicht kaputt machen, tatsächlich. So schlau waren sie damals schon. Guckt euch das an! Die drei Käfer, ja. Ja, die haben wir erfolgreich da eingesperrt. Die können ruhig da versauern. Ist mir scheißegal. Geil. Okay, das war gut. Natürlich einmal komplett hier durch, ne? Aber ist mir egal, ich laufe einfach. Ich will nämlich endlich aus dieser blöden Kanalisation hier raus. Alter, ich laufe einfach. Wow, was war das? Oh Gott. Lauf einfach, ey. So, haben wir jetzt noch ein bisschen Ruhe, Harry. Wieder die Rindergeräusche, ja danke. So, da müssten wir doch... Da sind schon wieder drei Stück. Nö, da laufe ich einfach. Oh, das war knapp. Puh, okay. Elektro. Kanalisationsausgang. Und speichern, ja, danke. Speichern ist immer gut. Wir spielen das Spiel schon 5,5 Stunden, wie krass. Ja gut, ich meine, das hier ist doch schon wieder Folge 13 oder so. Da schaut's euch an. Schaut euch an, die Drecksdinger. Ihr könnt hier versauern. Mensch. Sonst gibt's hier nichts mehr, oder? Doch, auf der anderen Seite ist vielleicht noch was. Wartet. Ah. Ist auf der anderen Seite? Kann man da was machen? Nee, kann man nicht. Okay, ist mir egal. Ich gehe hier raus. Aus dieser blöden Kanalisation. So, raus hier. Verdammt nochmal. So. Okay, sind wir jetzt wieder draußen? Ja. Okay. Okay, wir sind wieder draußen. Und wo sind wir jetzt genau? Keine Landkarte. Ja, keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind, ne? Wir sind aber wieder draußen, weil es schneit. Das ist gut. So, dann schauen wir uns doch mal hier um. Dazu sagt dann nichts. Information. Okay, ist das jetzt dieses Erholungs... Ach nein. Ihr immer mit eurer Musik, ey, das ist wirklich... Da ist eine Information. Guckt ihr mal erstmal die Information an. Da ist eine Karte des Erholungsgebiets. Ja. Ach, der See. Genau, wir sind doch auf dem Weg zum See, weil da Cheryl sein könnte. Okay, und da drin sehe ich doch schon was hier. Was mir sehr gefällt. Ein Verbandskasten. Jawohl. Direkt mit mir. Und vielleicht ist auf der anderen Seite noch... Ja, dachte ich mir. Munition. So. Nichts übersehen hier tatsächlich, weil die werden wir brauchen früher später. Ich kenne das Spiel. Also, nicht wirklich, aber ich weiß, wie die hier drauf sind. Ah! Habe ich eben ein Radio gehört? Und man hört so komische
Da. Ach nein, Fliegeding. Nee. Lass mich doch in Ruhe. Echt. War hier vielleicht noch? Nein, ich hasse die. Aber komm, mach es halt weg. Damit ich mich hier in Ruhe umschauen kann, verdammt nochmal. Ich hasse die Fliegeteile. Die sind so schwer zu treffen. Es hat sich verzieht sich einfach. Okay. Okay, schauen wir uns mal in diesem Erholungsgebiet hier um. Kann man ja rein? Nö, es gibt hier tatsächlich nur vier Straßen. Und wir sind auf dem Weg zum Leuchtturm am See. Okay. Da kommt er wieder. Kommt er da wieder? Was macht die Kamera mal hinter dich? Das gibt's ja nicht. Ist das der... Ist das der Schwache? Oh! Boah! Boah, ey. Wo ist das Ding? Da ist es! Nee. Boah, diese Dinger sind so scheiße zu treffen. Ich kann's gar nicht anders sagen. Diese Dinger sind so scheiße zu treffen, Mann. Jetzt! Ah! Harry, was tust du da? Ich will diese Dinger hier weghaben. Ich will die Gegner hier weghaben, verdammt nochmal. Nee, es ist ein anderer. Toll. Es ist gar nicht der Angeschwächte. Ich hasse diese Fliegegegner, ey. Wie gesagt, extrem scheiße zu treffen, aber wir haben jetzt erstmal unsere Ruhe. Oder auch nicht. Okay, was kommt da? Zwei Gegner? Boah, ist das, ist auch dunkel hier. Ist irgendwie Nacht geworden tatsächlich, ja. Nö, dann, keine Ahnung, extrem verwirrend hier, der Bereich, ich finde. Aber hier könnte vielleicht was Bonusartiges sein. Ach, hör doch auf. Echt. Wo bist du denn? Da, okay. Diese Drecksfliegegegner. Ich hasse euch. Hier verschieße ich meine ganze Buddy auch noch. Geh weg. Mann. Kann man hier zufällig in das Haus rein? Nein. Was ist dann sonst hier mit dem Bereich los? Da ist ein Tor. Oh, noch einer. Wie viel Munition habe ich eigentlich noch? 38 Schuss. Ja. Und hier zufällig? Hier kann man gar nichts machen irgendwie, ne? In dem Bereich. Der ist einfach nur da. Ja, weil er da ist. So. Gut. Dann gehen wir mal wieder hier raus. Wir laufen genau auf einen Gegner zu. Das hört sich nach einem Hund an, tatsächlich. Da hinten ist er! Ha! Okay, ich sehe dich. Mensch, Harry, du musst mal besser zielen lernen mit deiner Waffe. Da ist irgendwo noch einer. Wo denn? Da kommt er! Ach, von links, okay. Hat er jetzt getroffen? Ja, er hat mich getroffen. Alter, nein! Harry, jetzt treff doch mal mit deiner Waffe! Ah, das gibt's doch nicht, wie oft der verschiebst einfach. Ah, okay, aber die machen ja nicht so viel Schaden. Okay. Die Craig Street. Ja, danke. Haben wir hier irgendwas? Diesen Parkplatz? Hier waren wir doch eben. Da waren wir doch eben. So, haben wir sonst hier noch irgendwas? Irgendwas in der Ecke oder so? Irgendwie Muni. Oder vielleicht... Nee, der Müller war leer.
Eieieiei, Freunde. Es wird gerade echt interessant, auch was mit Dahlia und Alissa jetzt los ist, ne? Hier ist zu. Okay, da kann man gar nicht hin. Indian Runner, aha. Sehr interessant. Ach, jetzt hört doch auf mit dieser Gruselmusik, jetzt mal ehrlich. Muss doch nicht sein, Leute. Da sind wieder zwei Gegner. Ah! Nicht die! Oh Gott. Die Affen hier. Ich weiß, ihr habt's auch gesagt, wie sie heißen, aber... Hab ich schon wieder vergessen, es tut mir leid. Aber ja, es sind halt alles Traumgegner, sage ich einfach mal, ne? Von Alessas Unterbewusstsein. Ich hoffe mal, dass wir jetzt bald mal Ruhe haben hier. Das kann ja nicht sein. Und die Kamera geht irgendwie auch nicht hinter uns, ne? Da ist der Indian Runner. Okay. Ah, da! So. Den haben wir einigermaßen souverän gekillt. Ah. Was ist das hier? Leather Cooks. Okay. Ah. Aha. Ein Zahlenschloss. Haben wir natürlich nicht. ja, super, ne? Das heißt, da kommen wir später hin. Boah, Leute, lasst doch die Musik. Lass doch die Musik bitte weg. Das muss doch nicht sein. Ich hab schon Schiss genug hier. Okay. Oh, lass diese Musik bleiben. Wirklich. Ah. Oh. Wo? Ah, da vorne. Okay, ja, danke. Die treffen mich natürlich immer, ne? Man sieht sie erst so spät. Das ist auch die Sache. Man sieht die erst so spät. Ich will hier nicht die ganze Zeit gescheucht werden. Das geht nicht mehr. Ich will mich hier in Ruhe umschauen. Es kann ja sein, dass hier irgendwas ist für uns. Ich mach den jetzt weg. Ich mach den jetzt weg. Nee. Wie? Boah, keine Chance. Das ist ja wirklich hart hier mit den Dingern. Wartet mal, vielleicht mit dem... Ah, toll, wir sind schon wieder orange. Vielleicht mit dem Hammer hier. Dass wir den eventuell besser wegkriegen. Ah! Autsch, das tut doch weh, Leute. Ist mal ehrlich. Wo ist das Ding? Nee. Man sieht die nicht. Das ist das Problem. Man sieht die einfach nicht. Okay. Wisst ihr was? Ich laufe einfach. Ich laufe einfach. Ich habe keine Lust auf die. Kann ich mich halt nicht hier nochmal umgucken. Ich hasse euch. Echt. Ist noch einer. Toll. Ja, okay, aber sonst ist hier scheinbar nichts, ne? In diesem Park. Ah doch, jetzt können wir uns mal ein bisschen... Oh, wir können uns ein bisschen entspannen, okay. Wir können uns ein bisschen umschauen. Aber wirklich nur ein bisschen, weil da hinten sind sie ja wieder, ne? Okay, hier in diesem Park ist rein gar nichts. So, wo... Boah, man sieht die echt viel zu spät. Nee. Das ist übel. Das ist ja extrem. Einfach beobachten. Ne, ich hab ihn verloren. Okay, dann lass es. Da fliegt er rum. Ja, toll. Aber hier in diesem Park scheint gar nichts zu sein. Okay. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, da meine Uhr jetzt gleich anfängt zu klickeln. Ah, wir können hier keine Pause machen. Das ist doch total... Ja, ja, da ist meine Uhr. Alter, ihr nervt. Die nerven. Boah, die gehen mir so auf den Sack. Die wache ich jetzt doch weg hier.
Mann. Mann, ihr seid doch beknackt. Das, die treffen mich über und ich treffe die nicht. Mann. Weg mit dir. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Mann. Wir sind schon wieder orange. Okay, da vorne ist so ein Affe. Jo. Alles klar. Heilen. Unbedingt heilen, ja. Was ist eigentlich diese Ampulle nochmal? Lindert Schmerzen? Ach so. Der Effekt hält eine Zeit lang an. Oh, ist das widerlich hier draußen. Gut, Freunde, aber da wir die Gegner jetzt platt gemacht haben, würde ich sagen, jo, wie es hier weitergeht, sehen wir da beim nächsten Mal. Oh mein Gott, ey. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Seht gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir da beim nächsten Mal. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss.